Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge Bavarian Tale. Ja, ich habe es jetzt endlich geschafft und habe alle Neune abgeräumt. Jetzt können wir vom Hans Glügel mal das Geld hier einfordern. Hallo Hans Glügel. Der Herr aus der Stadt. Habe ich abgeräumt. Der Wetteinsatz wird fällig. Ist ja gut. Da hast du dein Geld. Sag dem Severin bitte, dass es nicht so gemeint war. Am nächsten Fest können wir ja wieder miteinander kegeln. Jawohl. Sehr schön. Ja, dann sollte man ihm das Geld bringen. Schauen wir mal hier rein. Jetzt haben wir hier die 10. Wo sind wir noch schlecht in der Wendigkeit? Da haben wir noch keine Bonuspunkte. Okay. Und jetzt sollten wir zum Severin und sollten wir ihm das Geld bringen. Wenn wir hier jemals wieder rausfinden aus dem Labyrinth. Ich habe jetzt ewig hier geübt und geübt. Ich glaube, ich bin jetzt so richtig richtiger Profikegler geworden. Sollen wir hier einen Stein nehmen, nicht mit. Moment, das ist Griesbacher. Es war doch noch hier irgendwo die Rede, einmal von einer Kiste. Die Kiste an der Kegelbahn. Schauen wir mal, da haben wir Brezen, die können nicht schaden. Lampenöl nehmen wir natürlich mit. Schmieröl kann man alles brauchen. Schmieröl. Eine Bürste. Das ist schon mal gut. Wie viel Uhr ist es denn schon wieder? Schleifpapier, Stock. Ah, da ist die Kiste. Schloss knacken. Okay, das ist Geschicklichkeitstee. Schauen wir mal, ob wir den brauchen. Aber die Schwierigkeit ist nicht so schlimm. Sollte man eigentlich schaffen. Machen wir auf. Okay, und ich würde sagen, die Sachen, die wir jetzt hier finden, die behalten wir. Wir behalten jetzt einmal alles und verkaufen jetzt nicht einfach. Hier gibt es unsere Sachen, weil Geld haben wir bis jetzt keins gebraucht und brauchen wir vielleicht auch weiterhin keins. Schauen wir mal, was wir noch brauchen für die Seife. Okay, da haben wir noch gar nichts. Aber da brauchen wir jetzt nur noch Leinenstoff und das Schubpflegeset. Müssen wir mal schauen, ob wir das irgendwo kaufen können. Okay. Schauen wir mal, wo war der Severin? Der war ja bei der Schule, glaube ich. Ja, überall hängen hier die Besoffenen rum. Ja, da ist er, der Severin. Geben wir ihm sein Geld mal wieder. Denen geht's nur um sich selber. Ich wünsche mir, man könnte damit Bildung was erreichen. Ich hoffe sehr darauf, Severin. Aber ob uns das gelingt, wird die Zukunft zeigen. Ich habe dein Geld zurückgewonnen. Na sauber, das hätte ich nicht gedacht. Der Hans Kegel, der kegelt schon sehr gut. Aber die Kegel wären eigentlich eh viel mehr wert als die paar Groschen. Ja, der soll ja mal ruhig üben. Ich freue mich auch, wenn er dann die Niederding-Hartinger beim nächsten Volksfest abzirkt. Hier ist das Geld. Okay. Dann haben wir das mal. Schauen wir mal hier auf den Aushang. Ja.
Okay, ja, den hat man ja bereits. Den hat man bereits. Aktive Aufgaben. Okay, und das haben wir jetzt mal fertig. Das ist, hat ewig gedauert. So, und wie schaut es jetzt weiter aus? Okay, Schubflegeset haben wir nicht. Und die Resi kennen wir nicht. Schorsch. Ja, den Leichnam vom Lenz untersuchen. Aber das ist ja hier die Schule. Ist da eine Kiste? Sehr schwer. Ja, da werden wir es nicht schaffen. Werden wir mal hier den Tee mal einsetzen. Schaffen wir nicht. Das schaffen wir leider nicht. Schade. Immerhin haben wir mal jetzt diese Aufgabe erledigt. Das ist auch schon mal nicht schlecht. So, die Frage wäre jetzt, kommen wir vielleicht jetzt einmal irgendwo zu dem Schorlmeierhof? Wird ja Abend. Lager von die Pasqualini-Burschen, die sind überfällig. Sonst kommt der Bortenkäfer und dann sind sie hier. Oh weia, da war schlecht. Das ist ein Problem. Ja, ich würde sagen, das machen wir dann am nächsten Tag. Es ist ja jetzt, ist zwar Abenddämmerung. Beiden irgendwie kann man mit denen, kann man nicht. Was ist das für einer? Ansprechen. Vor dir steht ein dünner Mann, offensichtlich Peter, der Kellner des Wirtshauses. Guten Tag, ich würde Sie gerne etwas zum Wirtshaus fragen. Wegen, wie das hier so läuft mit der Kathi und mir, Monas. Das erkläre ich Ihnen schon. Gern, sehr nett von Ihnen, danke. Kathi redet da nicht so gern drüber. Also über die ganze Sache. Das Wirtshaus hat nämlich ihrem verstorbenen Mann gehört. Dem August. Das war keine glückliche Ehe. Aber auch darüber weiß ich nicht besonders viel. Manchmal erzählt die Mama Gschwendner ein bisschen was. Aber die ist auch nicht mehr so ganz da. Sie haben es vielleicht schon selbst gemerkt. Auf jeden Fall besteht die Kathi wieder auf ihren Mädchennamen seit der August tot ist. Gschwendner. Der August hat Brauner geheißen. Die Wirtschaft hat er von seinen Eltern übernommen und mit der Kathi weitergeführt. Okay. Und ich glaube, das macht die Kathi auch ganz gern hier. Die Leute Mengs, ihre Schwammerl sind im ganzen Landkreis beliebt und die hat auch ein Durchsetzungsvermögen. Na, das passt schon mit der Kathi und der Wirtschaft. Aber? Und da werde ich Ihnen gewiss nichts Neues erzählen. Als der August nicht mehr war, hatte die Kathi ein Problem. Als alleinstehende Frau arbeiten. Und dann auch noch in einer Wirtschaft. Das ist schon schwierig, nur. So einen Laden selber führen, darüber brauchen wir gar nicht nachdenken. Das war selbstverständlich keine Option. Da braucht schon ein Mann dazu. Eine Frau kann das nicht. Ich war gerade erst nach Wolpertshofen gekommen und hab mir die ersten Tage hier im Wirtshaus einquartiert. Irgendwann bin ich abends mal länger gesessen. Die Kathi und ich sind ins Reden gekommen und am Ende hatten wir eine Abmachung. Nach außen hin führe ich die Wirtschaft. Den Rest macht Kathi. Ich hui für wohl Co.
Auch mit der Mutter. Ich habe ein Dach über dem Kopf, Kathi hat Unterstützung und Co. die Wirtschaft behalten. Und Leute im Ort geben mir Ruhe. Meistens ist ja viel wichtiger, wie die Sachen aussehen und nicht, wie es tatsächlich sind. Auwe, das hätte ich nicht sagen sollen. Bitte, sag's das der Kathi nicht. Der reißt mir einen Schädel obi. Auwe, Zwick, da komm ich nur in Teufelsküche. Ich geh lieber weiter, Orban, bevor ich mich weiter verplapper. Schön war's, Herr Schmidt. Prima. Okay, haben wir wieder mal einen Punkt. Dann würde ich sagen, dann machen wir bei der Empathie weiter. Okay, wenn man nur wüsste, wo der Schormeierhof ist. Das wäre schon mal gut. Okay, den haben wir hier noch nicht. Ich könnte mal hier schon schlafen gehen. Wo ist die Kirche? Wo haben wir die Uhr? Du schläfst den ganzen Tag in der Kneipe. Was haben wir hier? Ein Angler. Okay, den können wir nicht befragen. Die Apollonia, was ist mit der? Den kennen wir auch noch nicht. Eine junge Frau steht vor ihrem Haus, ihr Blick fällt auf dich. Sie hält inne. Guten Tag. Okay. Ja, die will mit uns nicht sprechen oder hat zumindest nichts zu sagen im Moment. Stock und Stein nehmen wir nicht mit. Ach, das haben wir wieder bei der Kegelbahn. Da Hans Kegel. Wer ist das hier? Auch nicht sprechen. Schau mal, können wir denn in die Kirche rein vielleicht? Schaut nicht so aus. Leider nein. Haben wir hier eine Kiste? Ja, scheint etwas leichter zu sein. Ei, ei, ei. Öffnen. Eier, eine Flasche und ein Käse.
da würde ich jetzt einmal sagen, da lehnen wir uns ab. Ja, irgendwie ruckelt es hier schon gewaltig ab und zu. Bis zum nächsten Morgen. Schlafen wir jetzt. Da müsste er jetzt wirklich sehr gut ausgeschlafen sein. Aha, hier sieht man es ja. Ja, da kann man auch viel mehr tragen. Okay, das kann man nicht. Resi. Die haben wir hier noch nicht. Gehen wir mal hier rum. Schauen wir kurz einen Blick auf die Uhr. Ja, haben wir noch Zeit. Okay. Die sind überfällig, sonst kommt der Bortenkäfer und dann sind sie hier. Da gehen wir jetzt mal zu diesem Pfistnerhof und fragen wir mal, ob die was wissen. Kommen Sie her, bitte! Nee, zu dem brauchen wir jetzt nicht. Wieder drüben! Charlotte! Grüß Gott, mein Name ist Valentin Schmidt. Ich komme im Auftrag. Ah, so, aus der Stadt kommen Sie. Rupp, Charlotte Rupp heißt sie. Was genau machen Sie hier? Ja, ich bin der Physikalsberichterstatter aus der Stadt angereist. Eigentlich wollte ich nur einen Bericht schreiben, aber jetzt kümmere ich mich um die Vorkommnisse hier im Ort. Die Vorkommnisse? Ja, die darf ich allerdings auch sehr gern verstehen. Ah, dann haben Sie meinen Mann schon kennengelernt, den Gustl, August Rupp. Dass wir uns hier begegnen, passt mir ehrlich gesagt sehr gut. Bringen Sie mich da bitte kurz zu ihm. Da muss ein Missverständnis geben, Frau Rupp. Man hatte mir gesagt, Ihr Mann wäre derzeit auf Reisen. Ja, das war er. Wir sind zusammen mit den Kindern zu meiner Schwester gefahren. Die beschwert sich allweil, dass wir so selten kommen. Vielleicht kennen Sie das ja auch. Jedenfalls ist der August frühzeitig abgereist, wegen der Sache mit dem Lenz. Da haben sie dann nach ihm geschickt. Die wissen schon, dass er gleich heimkommt, wenn sie ihn rufen. Hat vielleicht auch was mit meiner Schwester zum Tor. Jedenfalls nimmt er seine Aufgabe hier im Ort sehr ernst, wissen Sie? Schrecklich, was mit dem Lenz passiert ist. Na ja. Entschuldigen Sie bitte, wenn ich gewusst hätte, dass Sie eben erst angekommen sind, hätte ich Sie natürlich nicht gleich gebeten, mich zu meinem Gustl zu bringen. Wie unhöflich von mir. Kommen Sie doch erst einmal gut an hier bei uns und schauen sich ein bisschen um. Dann lernen Sie ja gleich das Dorf und auch die Leute kennen. Wir können auch ein Stück zusammengehen, dann stelle ich Sie gleich vor. Ich wollte sowieso zum Marktplatz. Und wenn wir unterwegs meinen Modern treffen, lernen Sie auch gleich Ihren Vorgesetzten kennen. Und ich finde meinen Mann. Zwei Fliegen mit einer Klappe, das wäre doch was.
Ja, Frau Rupp, ich bin bereits seit einiger Zeit hier in Wolpertshofen. Ihren Mann habe ich aber nirgendwo gesehen. Sind Sie sicher, dass er bereits eingetroffen ist? Was? Was heißt er ist nicht da? Naja, ich bin wie gesagt nicht mit ihm gefahren, aber so lange dauert das nun auch wieder nicht. Der sollte schon längst wieder da sein. Nicht, dass dem unterwegs irgendwas zugestoßen ist. Da wird man ja gleich ganz anders. Herr Schmidt, richtig? Entschuldigen Sie bitte, ich muss jetzt dringend den Xaver sprechen und den Severin auch. Nein, da habe ich jetzt gar kein gutes Gefühl. Wir müssen uns ein andermal den Ort anschauen. Entschuldigung. Kinder, Kinder, wo seid's denn? Kinder, wir müssen jetzt schnell in den Ort reingehen. Herr Schmidt, ich habe jetzt leider gar keine Zeit mehr. Wir sehen uns. Okay. Ja, wäre natürlich immer schön, wenn man hier angezeigt kriegen würde, wo man überhaupt ist. Weil ich dachte mal hier, wir wären jetzt da unten, aber anscheinend doch nicht. Da müssen wir jetzt noch mal kurz schauen. Jetzt schaue ich noch mal kurz, stopp mal. Ich schaue mal kurz rein, weil ich immer den Überblick nicht so habe hier mit meinen Folgen. Okay, alles klar. Sorry, allgemeine Verwirrung. Also Kirche, hier sind wir jetzt an der Kirche. Gut. Und jetzt gehen wir, ne, so gehen wir nicht. Wir gehen so. Hier ist der Lehrer. Gehen wir noch mal ein paar Meter. Okay, Wirtshaus. Machen wir noch mal hier. Wirtshaus, alles klar, jetzt sind wir hier. Und da würde ich sagen, in der nächsten Folge, dann gehen wir hier unbeirrt hier nach hinten und werden tatsächlich einmal den Schermeierhof suchen. Das ist ja jetzt das nächste große Ziel. Ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei. Danke fürs Zuschauen. Tschüss.